Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Kirby's Adventure Wii. Wir befinden uns in Margolors Raumschiff of Doom. Nein, so heißt es nicht, aber wir haben im letzten Part die erste Prüfung freigeschaltet, was auch immer sie ist. Zumindest werden wir sie jetzt mal angehen. Neu. Und zwar können wir dort rein. Das ist ein Schwert. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es irgendwas mit der Schwertfähigkeit zu tun haben muss. Schwertprüfung. Erreichst du das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist? Hol dir den Rekord. Mach ich. Natürlich möchte ich diese Prüfung antreten. Hallo, deswegen bin ich hier. Ab geht's, die Schwertprüfung. Anleitung. Kirbys Schwert kann Seile zerschneiden. Das ist ja geil. Gegner über dir kannst du mit einem Aufwärtsschlag besiegen. Und versuche das Ziel zu erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Das werde ich tun. Und 3, 2, 1, go! Auf geht's! Bringen die Münzen irgendwas? Ich sammle sie einfach mal ein. Oh, ich sollte vielleicht schneller sein. Ach ja. Ach, die geben auch Punkte? Sollte ich die etwa alle töten? Ich weiß ja nicht. Ehrlich gesagt. Hä? Moment, bringt das Punkte, wenn ich die abschneide? Oh ja, Tatsache. Ich werde einfach mal alles einsammeln, was geht, alles töten, was geht und alles essen, was ich finde. So wie immer, nicht wahr? Ich meine, ich habe ja bisher nie anders gemacht, oder? Seile zu schneiden. Jetzt hier auch nochmal. Oh, was zur Hölle? Es gibt Minus. Okay. Ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach einmal und guck mal, was ich dafür bekomme. Oder ob ich auch was bekomme und wenn ich das noch besser machen kann. Ah ja, dann mache ich das irgendwann noch besser. Ich will jetzt einfach nochmal testen, was das hier ist. Oh, da hätte ich reingekonnt. Das muss man aber wissen. Super. Das hätte man echt wissen müssen vorher. Ich hasse so Trial-and-Error-Sachen, ne? Wo man erstmal herausfinden muss, aha, die sammle ich noch ein. Ich glaube irgendwie... Oh, das war nicht klug. Das war gar nicht klug. Ach komm, egal, ich gehe jetzt einfach... Oh mein Gott, minus 500. Warum so viel? Ihr herrenlosen Schwerter habt nichts gegen die Künste von Kirby Link entgegengesetzt. Ist hier... Nee, das lohnt sich nicht wirklich. Da ist ein Schalter. Oha! Schaut mal da. Gibt's hier auch Zahnräder oder sowas? Nee, sieht nicht so aus. Kann ich die kaputt machen? Kann ich, muss ich sogar. Oh, oh mein Gott. Noch eine Minute! Oh, ich muss mich beeilen. Oh, shit! Oh, scheiße, ich bin so schlecht. Oh, das gab 2000 Punkte. Ab nach unten! Schnell, wir müssen uns beeilen. Ja, nee, ich glaube, es ist egal, in welcher Zeit wir ankommen. Wir müssen einfach nur versuchen, viele Punkte zu haben, wenn wir ankommen. Und dann gibt es irgendwas Tolles. Ein Stück Kuchen vielleicht? Nee, das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt. So, da noch einsammeln. Ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Oh, bitte nicht. Ich darf doch jetzt nicht sterben. Oh ja! Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Bevor ich sterbe, gehe ich lieber rein. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Das war doch, glaube ich, die zweite Platzierung, oder? Ich krieg so Boni. Die Bronze. Okay, das werden wir zu gegebenen Anlass nochmal ordentlich machen. Aber ich wollte ja nur mal gucken, was das ist. Ich denke mal, das ist auch so eine Möglichkeit, alles auf 100% zu machen, wenn man diese ganzen Prüfungen abschließt. Was ist denn hier unten? Ach so, hier brauchen wir noch Zahnräder. Aber ich habe 15. Ne, das waren ja diese Minispiele, die man machen konnte. So wie es mir zumindest gesagt wurde. Die machen wir dann eventuell ein anderes Mal. Schauen wir mal. So, dann, ja, so wie es aussieht, haben wir Welt Nummer 1 abgeschlossen und können uns jetzt in Welt Nummer 2 begeben. Wie sich denn da nennt? Ja, wie nennt sie sich denn? Die nennt sich Rosinenruinen. Ich weiß nicht, ich finde das toll. Wie muss man sich das vorstellen, die Rosinenruinen? Ja, werde ich ja gleich sehen. Okay. Stage Nummer 1. Ja, das ist wüstlich angehaucht, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, wir gehen in Stage 1. Übrigens, ich habe Batterien gefunden! Das ist nicht der... Oh, den kann man doch bestimmt verschlucken, oder? Oh mein Gott! Wir haben eine Peitsche? Ja, jetzt sind wir SM, Kirby! Awesome! Kommst du her? Du entkommst mir nicht! Du, du entkommst mir. Okay. Aber jetzt nicht. Denn Kollege entkommt auch. Egal, ich lasse sie leben. Ich gehe weiter. So, was können wir hiermit machen? Wir können andere Leute auspeitschen. Ja. Wer wollte das denn nicht schon immer machen? Und das... Alter, lässt du meinen Hamburger in Ruhe?
Ich habe schließlich Hunger. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ey, das ist so schlimm, ne? Wenn man das Spiel spielt und man noch nichts gegessen hat, dann kriegt man Sauhunger auf irgendwas. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Spiel so ist, aber bei dem Spiel ist es extrem. Jetzt habe ich extrem Lust auf Hamburger oder irgendwas. Moment, da kann man doch bestimmt runter hier, oder? Tatsache, ja, hier ist eine Tür. Da gehe ich einfach mal rein. Was haben wir denn da? Oh, ein One-Up. Das können wir mit der Peitsche holen. Ja, hätte ich mir fast schon denken können. Und da oben ist noch ein Peitschen-Upgrade. Das brauchen wir aber deswegen nicht. Habe ich schon eins haben. Schön, schön. Noch ein Leben. Ja, das könnte ja langsam echt knapp werden mit den Leben. Deswegen war es gut, dass ich das eingesammelt habe. Ja, das war vollkommen ernst gemeint. Schließlich gibt es hier so viele Todesfallen und gefährliche Gegner. Da muss man ja schon mal ein bisschen aufpassen. Aber die sehen da schon ein bisschen fieser aus, die Gegner hier. Ich meine, sie können zwar nichts, aber sie sehen fies aus. Naja. Sie sind zumindest nicht so harmlos wie Waddledees. Die haben schließlich eine Attacke. Oh, da unten ist ein Hotdog. Oh, ich peitsche ihn aus. Ich glaube, der steht da drauf. Ja, mit dem Hotdog. Ja, mit dem Stern. Und weiter geht's. Oh, ja. Ich mag übrigens auch diesen Hintergrund mit den Sandstrudeln, die da irgendwas hochstoßen, was auch immer das ist. Ich mag allgemein den Style des Spiels. Oh, was haben wir da? Feuer? Ja. Konnte man in Kirby's nicht eigentlich auch immer hier, genau, das wollte ich sagen, die sind in der Luft Feuerball. Wie ging der jetzt? Ich glaube, da müssen wir beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Wie habe ich denn das gemacht? Moment. Ich möchte jetzt wissen, wie der geht. So nicht. Aua! Und auch nicht, indem wir in irgendwelche Schweine, Gürteltiere, eine Mischung aus Schweinen und Gürteltieren. Was auch immer. Moment, wie habe ich das denn gemacht? Irgendwie bin ich gerade... Was ist das? Okay, das kann man wahrscheinlich anzünden. Her damit. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich hier in das Ding reinstellen. Oh ja, ich freue mich. Ich werde sowas von sterben. Wahrscheinlich. Bäm! Auf geht's in die weite Luft. Oh, ein Zahnrad! Schön! Ist es das erste? Es ist das erste. Ja, ich hoffe, dass es nicht passieren wird, dass ich irgendwann einfach mal das zweite als erstes finde. Weil das würde dann heißen, dass ich das Level nochmal machen darf. Und schön wäre es natürlich, wenn ich alles in einem Run durchschaffen würde. Wie habe ich denn jetzt diesen... Moment, man kann doch hier nachgucken? Jetzt wird es richtig heiß. Spucke Flammen, entzünde Lunden, lass mit deiner Feuersbrunst alles in Flammen aufgehen. Eine Schneise der Verwüstung. Feuerhauch, gezielt feuern, Feuersbrunst. Aha. Spurten und eins. Aha. Ah, okay. Ah, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Okay. Gut. Damit hätte sich das ja erledigt. Spurten und zack. So, dann müssen wir jetzt leider unsere Power loswerden, weil ich hier diesen Stein essen muss. Ja, Steine sind gesund, sehr nahrhaft. Und was ist hier unten? Der Igel. Aha, können wir mit dem eigentlich auch sowas machen? Ich meine, es gibt, glaube ich, immer so eine Art Sprintfähigkeit, wie ich das gesehen habe. Ich gucke einfach mal. Tatsache, wir können uns rollen. Das ist ja schön. Wunderbar. Wobei ich jetzt gerne nochmal die Peitsche ausprobieren möchte. Ja, ich stehe auf Peitsche. Na, eigentlich nicht. Oh, der Blumen, den brauchen wir nicht. Was haben wir da? Oh ja, das sieht ja sehr verdächtig aus. Nach Felsenzermalmung und... Zack! Und... Oh, er putzt. Ja, da kann er lange putzen. Oder sie. Ne? Schließlich in der Wüste putzen. Das ist nicht unbedingt das Intelligenteste, was man tun kann. Aber na gut, wenn man eine Beschäftigung sucht. Ja. Was haben wir da? Oh, ein Softdrink. Schön. Ja, wenn wir die ganze Zeit essen, dann brauchen wir mal was zu trinken. Und was haben wir da unten? Da haben wir ein Stück Fleisch. Ja. Kirby ist ja auch kein Vegetarier. Weg mit dir! Und ja, der Stein hier. Wo ist eigentlich der andere geblieben? Der ist einfach verschwunden. Aber ne, da ist noch einer. Oh, ja. Nicht zermatschen lassen. Kirby Matsch ist nicht gut. Auch wenn es wahrscheinlich biologisch abbaubar ist. Ein Zahnrad! Nummer 2. Wunderbar. Ich mag diese Welten einfach. Das ist so... Wir sind zwar erst in Welt 2... Oh. Das ist aber nicht so nett. Ihr wollt mich fast einfach überrollen. Das mag ich nicht, wenn mich Felsen überrollen wollen. Könnte man eventuell nachvollziehen. Ich finde, man merkt bei so Spielen immer, dass die Entwickler Spaß an der Sache hatten. Also wenn das so liebevoll gestaltet ist. Das ist bei vielen Spielen einfach nicht so der Fall heutzutage. Und gerade bei Kirby-Spielen merkt man einfach immer, dass die Leute Spaß dabei hatten. Oder ich glaube einfach, dass sie Spaß bei der Entwicklung hatten. Ich meine, warum sollte man keinen Spaß haben, wenn man Kirby-Spiele entwickelt? Oh, Lolli! Ich töte euch alle und dann töte ich noch mehr. Und dann ist die ganze Welt leer, weil ich alle abgemuxt habe. Und dann töte ich euch noch und euch auch. Und euch auch. Ach.
Wahrscheinlich wird bald ein Wanted-Plakat irgendwo an der Wand hängen. Der Meister ist... Oh, ein Schier. Der Meister sucht den Massenmörder von Dreamland. Ist wieder auf freiem Fuß. Kirby, the Sucker. Okay. So, was können wir mit dem Regenschirm machen? Ich muss da gerade mal ein bisschen austesten. Wir können damit schlagen. Ja gut, das ist klar. Aber noch irgendwas irgendwie? Normalerweise konnte man immer so... Ach, wir können schweben. Na, das ist ja schön. Hallo du. Tschüss du. Du bist tot. Was nehme ich denn? Die Peitsche wollte ich noch haben. Ja, genau, die Peitsche. Ja, alles auspeitschen wollen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So. Oh, was haben wir da? Oh, der gute Bonkers. Das ist unser netter Hammerfreund, der die Hammerfähigkeit uns nachher geben wird. Ich weiß, hätte man eventuell sehen können. Und ich peitsche ihn aus. Keine Sorge, Bonkers steht darauf. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, ist auch egal. Jetzt ist er tot. Es ging schnell. Ja, mit deiner Fähigkeit. Oh, zumindest haben wir einen Hammer. Und mit einem Hammer kann man hämmern. Alles kaputt hämmern. Ich liebe Kirby. Bananen, Bananas, Weintrauben. Super. Oh, das ist das nächste Zahnrad. Das ist schon das dritte Zahnrad. Das heißt, wir haben für diese Stage auch alle Zahnräder schon gefunden. Bis jetzt ist das wirklich sehr leicht. Also ich habe noch keine Probleme gehabt, hier irgendwie Zahnräder zu finden. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja auch erst in Welt Nummer 2. Und damit wären wir am Ziel. Und der Bonussprung. Ins Glück oder ins Pech? Okay, diesmal war er nicht so gut. Nicht runterfallen, Kirby. Aber es gibt, glaube ich, trotzdem Sterne, oder? 10 oder so. Naja, immerhin. Weil wir müssen eigentlich mal unser Lebenspolster aufpolstern. Weil Polster sind immer gut. Weil es könnte eventuell eng werden mit meinem Leben, wenn ich so weitermache, ne? Wenn ich weiter so oft sterbe. Minispiel freigeschaltet. Die 15 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zum Ninja-Scheibenschießen geöffnet. Das werden wir ausprobieren. Aber nicht jetzt. Nee, keine Minispiele jetzt. Ich möchte weitermachen. Ich muss mir gerade mal hier ein bisschen umsehen. Das ist so ein bisschen angelehnt an, wie heißt es? Kirby's Adventure auf dem NES. Das war ja auch ein grandioses Spiel, immer mit den Stage-Türen, die sich langsam geöffnet haben. Wo auch immer die Wände verschwunden sind, ja. Oh, das sieht nach einer Fähigkeit aus. Oh, ist im Schlaf! Und jetzt? Wir schlafen. Ja. Das ist wirklich grausam. Und da ist sie auch schon wieder weg. Aber jetzt sind wir ausgeruht. Was soll die Fähigkeit bitte bringen? Ein Rettungsring. Moment, sehe ich das richtig, dass der kommt, wenn wir da reingehen? Nee, jetzt haben wir eine Taucherbrille auch. Wenn wir hier oben sind, haben wir einen Rettungsring. Ach ja. Das ist wieder so ein Detail. Das mag ich einfach. Oh, das sieht nach einer Fähigkeit. Das erinnert mich so ein bisschen an die Drachen von Bubble Bobble. Wasser. Damit können wir Wasser werfen. Schön. Kirby möchte Feuerwehrmann werden. Das finde ich übrigens sehr toll, wie er so einen Wassereimer auf dem Kopf hat und das so überschwappt. Großartig. Moment. Klar, mal durchlesen. Gleite wie ein Wasserzauberer auf funkelnden Wellen über Feuer und Glut hinweg. Im Wasser bist du jetzt viel stärker als sonst. Wasserschuss, surfen. Wir können surfen. Wellenreiten, Fontäne. Boah, wie viele Fähigkeiten es gibt. Seht ihr das? Ich finde das sehr interessant. Ich meine, die braucht man zwar alle überhaupt nicht, aber... Regenbogenregen. Ich möchte den Regenbogenregen. Interessant. Und surfen. Oh, das ist ja toll. Hat er sich gerade selber ertränkt? Ich meine, er hat wahrscheinlich gerade selber einfach erkannt, wie sinnlos es ist, die Wüste zu fegen. Und dann hat er gemerkt, dass sein Leben sinnlos ist und dann hat er sich ertränkt. Ja, das ist schade, aber nun gut. Hätte er sich eventuell eine sinnvollere Beschäftigung suchen sollen. Ach ja. Die Musik ist toll. Und wir sind jetzt so eine Art... Das sah uns da verdächtig aus. Nicht umsonst sieht es verdächtig aus. Hallo Fisch. Warum haben Fische eine Taucherbrille auf? Die sehen doch auch so. Naja, ich stelle das einfach nicht in Frage. Wir sind hier schließlich bei einem Kirby-Spiel. Realistische Sachen... Ich werde, glaube ich, allgemein nichts in Frage stellen in diesem Spiel. Sollte ich nicht tun. Es ist pure Fantasie, dieses Spiel. Oh, das ist... wie hieß er noch gleich? Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Aber damit können wir den Stein machen, ja. Awesome. Wer Brawl kennt, ne? Auch dadurch ziemlich bekannt. Die Steinfähigkeit. Oh. Waren das gerade die Tiere aus Kirby's Dream Land 2? Moment, das möchte ich nochmal. Das ist eine Faust. Das ist ein Stein-Kirby. Das ist der normale Stein. Ich möchte das von eben nochmal. Komm schon. Na, irgendwie nicht. Da ist noch ein Stein. Ah, eine Schräge. Ja, das kennen wir auch noch. Da können wir schön runterrutschen. Ich meine, obwohl dieses Spiel blind ist, es gibt einfach so viele Sachen, die mich an alte Kirby-Teile erinnern.
So, diese typischen, das ist einfach so typisch. Man könnte fast denken, es ist ein Remake, ist es aber nicht. Es sind ja völlig neue Welten. Oh, Adonis. Aber man wird einfach so oft erinnert an alte Kirby-Spiele und genau das finde ich einfach so genial irgendwie. So. Irgendwie macht es mir gerade Sorgen, dass ich noch keinen Zahnrad habe. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. So, du bist weggesteint. Tschüss. Welt auch weggesteint. Ist übrigens nicht sehr intelligent, da zu spawnen. Oh, das sieht verdächtig aus. Weg mit dem Baumstumpf. Da seht ihr das? Das sind die drei Tiere aus Kirby's Dream Land 2. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißen. Es ist einmal ein Biber, einmal ein Fisch und einmal eine Eule, aber ich weiß gerade echt nicht ihren Namen. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Okay. So, oh, das sieht verdächtig aus. Da ist ein Zahnrad. Das möchte ich haben. Das holen wir uns auch schnell. Und oh, das war aber verdammt knapp. Gut, das hätte man ja auch einfach normal machen können, denke ich. Da geht's raus. Es ist Zahnrad Nummer 1. Na, Gott sei Dank. Super. So, dann weiter geht's auf der schrägen... Oh ja, das sieht ja awesome aus. Diesem... Oh. Ach so, da können wir einfach so durchrutschen. Das finde ich ja toll. Ihr werdet ertrinken. Das ist übrigens auch sehr toll. Man ertrinkt und explodiert in einem riesigen Feuerball. Ja. Da soll nochmal jemand sagen, Kirby ist nicht brutal. Nein, der Stein. Mein Stein ist weg. Oh nein. Die Viecher kennen wir übrigens auch. Diese Anemonen oder Korallen oder was auch was man auch dazu sagen soll. So, das pusten wir mal kurz weg. Ich glaube, es gibt keinen Charakter in der Videospielgeschichte, der einen stärkeren Atem hat als Kirby. Ich meine, wer kann einfach so Steine wegpusten, sodass sie kaputt gehen unter Wasser? Wasserpower! Awesome. Das ist so... Moment, soll ich erstmal durch die Tür gehen? Ich glaube, ich sollte erstmal durch die Tür gehen, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich sonst was verpasse. Hm. Gehen wir mal da rein. Was haben wir denn hier? Ah, eine Bombe. Das ist ein One-Up. Oh, das wird... Das wird... Was mache ich denn? Ich wollte nicht durch die Tür gehen. Ist es noch da? Ist es noch da? Okay. Oh, fuck. Kommt das eigentlich wieder, wenn ich jetzt raus und reingehe? Es kommt wieder, ja. Dann können wir uns das jetzt holen. Und zack. Moment, ich muss jetzt gerade mal was testen, ob das immer wieder respawnt. Das wäre ja ziemlich lame. Nee, okay. Wenn es einmal weg ist, ist es weg. Na gut, immerhin das. 17 Leben habe ich nur noch. Oh mein Gott, nein, ich meine Wasserpower. Doppelt hält besser, wunderbar. Ich fand das übrigens, es gab noch diesen N64-Teil, den ich leider nie gespielt habe. Aber, wie hieß er? Ich glaube, Kirby 64 Crystal Shards. Habe ich leider nie gespielt, aber ich hatte mal ein Let's Play davon gesehen. Da konnte man Fähigkeiten kombinieren. Das heißt, man konnte zum Beispiel so einen Elektroschock einsammeln und noch irgendwas anderes, zum Beispiel einen Stachel. Und dann hatte man so einen Stachel-Elektroschock. Das fand ich ziemlich cool. Haben es aber hier, glaube ich, nicht gemacht, weil bisher kann ich hier noch nichts kombinieren. So, ich gehe mal da rein. Erstmal, bevor ich da rechts weitergehe. Was haben wir hier? Ah, da ist ein Zahnrad. So, ich nehme an, okay, so funktioniert das Ganze. Oh mein... So, her mit dem Zahnrad. Ist das Nummer 2? Es ist Nummer 2. Gut, wie lang ist denn mein... Oh, der Part ist schon sehr lang. Irgendwie, ich überlege gerade... Ja, komm, die Stage machen wir noch zu Ende. Ist egal, auch wenn der Part ein bisschen länger wird. Das muss jetzt sein. Ich möchte hier eigentlich keinen Part so mit so einem Cliffhanger durchlassen, weil sowas ist immer ziemlich scheiße für die Zuschauer. Ich weiß, dass man sowas überhaupt nicht leiden kann. Deswegen mache ich die Stage noch zu Ende hier. Es sind ja auch nur noch zwei Zahnräder. Die werden sich wohl schnell finden lassen, hoffe ich einfach mal. Und ab geht's mit dem Warp-Stern in die nächste Umgebung. Oh, diese riesige Pyramide. Was haben wir denn hier? Ein Schalter? Nee, ein Hebel. Okay. Das war ja ein verdammt schwieriges Rätsel. Da wäre ich ja fast nicht drauf gekommen. Wobei, ich sollte eigentlich nicht sagen, soweit die Rätsel etwas schwieriger werden, stelle ich mich ja meistens an. Ich habe das Gefühl, dass man die töten kann. Dieses Gefühl stimmt nicht. Okay. Einfach mal hier hoch. Ich werde einfach Feuer mit Wasser bekämpfen. Mal schauen, ob das funktioniert. Nein, lassen wir das. Sonst werde ich noch getroffen. Oh mein Gott. Oh mein... Das ist jetzt gerade echt schon so viel Leib abgezogen. Ja, mit dem Wasser. Ich brauche die Wasserpower vielleicht noch. So. Und tschüss. Und da geht's hoch. Was haben wir da? Ach, das ist... Ah, das ist wieder eine Mega-Power. Schön. Oh, Mega-Laser. Hiya. Und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Ich habe eine riesige... Energiekugel, mit der ich einfach alles zerschnetzeln kann. Oh, ich liebe dieses Spiel. Das ist so toll. Mehr Sterne für mich. So.
Das werden wir jetzt gleich hier. Hier brauchen wir das wahrscheinlich. Ja, mit der Riesenkugel. Zack, Maxi-Tomate, die kommt ja gerade echt gelegen. Weil ich gerade ein bisschen knapp an Leben bin. Ja, damit. Die Sterne sammeln wir noch ein. So viel Zeit muss sein, nicht wahr? Wir können die Sterne nicht einfach hier so rumliegen lassen. So, weiter geht's. Oh, da können wir wieder einiges zerstören. Ich bin heute in Zerstörungslaune. Zack. Oh, da ist wieder ein Parallelstern-Universum. Oh, es tut mir leid, Leute, aber der Part wird sonst wirklich zu lang. Ich werde hier nochmal kurz alles töten, damit ihr auch zufrieden seid, dass alles tot ist. Ja. Ich weiß, dass ihr sehen wollt, wie ich alle harmlosen Gegner abschnetze. Würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal eine Pause. Ich meine, wir sind jetzt bei 20 Minuten und bevor ich dann da in den Sternrennen gehe, mache ich nochmal einen Mega-Laser und beende den Part erstmal. Von daher, bis zum nächsten Part.